Premiere in dieser Saison. Das ADAC GT Masters erlebte den ersten Doppelsieg. Daniel Keilwitz und Diego Alessi gewannen am Wochenende beide Läufe im österreichischen Spielberg und meldeten sich damit zurück im Titelkampf. Es war wirklich wichtig für uns. Eigentlich haben wir schon ein bisschen die Meisterschaft abgeschrieben vor dem Wochenende. Sind jetzt wirklich voll durchgestartet hier am Red Bull Ring und sind zurück jetzt in dem Kampf um die Meisterschaft. Platz 2 im Moment. Ist alles wieder offen. Ja. Das Corvette-Duo verteidigte beim Start von Lauf 1 souverän die Pole-Position und hielt sich damit aus dem dichten Verkehr heraus. Die Halbzeitmeister Claudia Hürtgen und Dominik Baumann im schwarzen BMW dagegen mitten im Getümmel. Und das hatte Folgen. Ein Gaststarter zu spät auf der Bremse und dann in die Seite des Schubert Z4. Keine Punkte also für den Spitzenreiter. Ich meine, wenn man in der ersten Kurve sofort abgeschossen wird und fährt um die Meisterschaft hier in der ADAC GT Masters, ist natürlich die Enttäuschung groß und der Frust natürlich auch. Keilwitz und Alessi verloren nur einmal ihre Führung. Porsche-Pilot Philipp Frommenwieler nach dem Fahrerwechsel bei der Boxenausfahrt hauchdünn vorbei. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir vor der Corvette stoppen müssen. Und das heißt, wir haben dann schon die 60 km/h erreicht, wo die Corvette noch gestanden hat. Und das war eigentlich der Schlüssel. Der Jubel von Teamchef Horst Farnbacher nur eine Momentaufnahme. Denn eine Runde später spielte Daniel Keilwitz die Stärke seiner Corvette aus und passierte den Farnbacher Schützling. Den Ausschlag gibt der fast doppelt so große Hubraum der Corvette. Mein Vorteil war, dass ich hier auf der Start-Ziel schon gezwungen habe, die Kampflinie zu fahren und konnte dann in der ersten Ecke wirklich früher aufs Gas gehen als er und habe dann ausgeschleunigt. Als nächstes klopfte dann der Ford GT beim neuen Elfer an. Frommenwieler diesmal mit noch größerer Gegenwehr, aber letztlich wieder machtlos. Auch der zweite US-Sportwagen mit Dominik Schwager am Steuer zieht vorbei. Leichter Frust beim Team Farnbacher Racing trotz eines guten dritten Platzes. Dann ist es amtlich. Alessi und Keilwitz mit Saisonsieg Nummer 2, gefolgt vom Ford GT und zwei Porsche. Yeah, it's very good feeling. Ja, es fühlt sich großartig an, nach 3 Monaten mal wieder auf dem Podium zu stehen. Das gibt uns jetzt noch mal einen richtigen Schub im Kampf um die Meisterschaft. Mit dem Rückenwind aus Lauf 1 gelang dem Italiener in Rennen 2 das entscheidende Manöver. Die weiße Corvette bereits in Kurve 2 am Ford GT vorbei. Für Dominik Schwager und Claudia Hürtgen endete auch der Sonntag ohne Meisterschaftspunkte. Nach diesem Kontakt musste Hürtgen den Z4 frühzeitig in der Box abstellen und bekam zusätzlich noch eine Strafe von der Rennleitung. Wir haben jetzt einen Reifenschaden hinten links und das Auto war auch beschädigt. Eine Weiterfahrt wäre jetzt Blödsinn gewesen, weil wir waren jetzt 12. Hätten das nochmal in die Box rein, Reifen wechseln, dann bist du wieder hinten im Feld. Ganz vorne behauptete sich Diego Alessi in einem spannenden Rennen gegen Maximilian Götz, der während der gesamten zweiten Rennhälfte nicht an der Corvette vorbeikam. Als Belohnung erntete das Team Callaway Competition 50 Punkte für die Meisterschaftswertung, in der jetzt Götz und Partner Maximilian Bug führen.